Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier in Mörs auf dem Mofan. Und ja, hier hinten steht schon Konga. Hier steht der Extrem und noch ein paar andere Sachen stehen hier, wie Breakdance und so weiter. 3 Euro kostet der Eintritt hier. Das ist natürlich schon relativ viel. Genau, man muss sich ein Online-Ticket reservieren. Hier vor Ort kann man keine kaufen. Ja, und jetzt geht's jetzt erstmal hier auf den Extrem. Da freue ich mich drauf. Eine Runde fahren. 5 Euro kostet der Spaß. The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix. Gerade von Extrem und zwar nicht so eine super gute Fahrt, weil wir haben oben gehalten und trotzdem insgesamt nur 3 Minuten Fahrzeit gehabt, also relativ kurz halt, und dafür, dass auch gerade noch nicht so mega voll ist, also der Platz ist gut gefüllt, aber Extrem war jetzt noch nicht so mega gut gefüllt. Im Hintergrund seht ihr Konga, aber ich glaube nicht, dass ich heute Konga fahren werde, weil Konga bleibt die ganze Zeit in dieser Position, also die schwingt, aber bleibt in dieser Gondelposition, da die Gondel sich nicht dreht. Da steht auch ein kleiner Zettel an der Kasse. Heute ohne Gondeldrehung oder so, irgendwie so in die Richtung. Und trotzdem 5 Euro und ja, wahrscheinlich ist irgendwie der Motor dafür kaputt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall dreht sie sich nicht. Das ist echt sehr stark und deswegen werde ich auf jeden Fall heute nicht Konga fahren. Aber hier hinten ist noch ein Breakdance. Auf den gibt es bestimmt nachher mal. Und ja, sonst gucken wir mal. Aber super viel steht ja auch nicht. Ist ja eher ein sehr, sehr kleiner Platz. Gucken wir mal weiter. Jetzt geht es hier im Hintergrund auf dem Breakdance, das Original. Genau, genau auf dem Platz gilt natürlich die 3G-Regel. Ist ja eigentlich jetzt überall so. Wir haben uns Chips gekauft. Hier sind auch extra Mofan-Chips. Sehr schön. Und wir fahren bei der nächsten Mal auf jeden Fall mit. Und ab geht die Post. No time to think of consequences. Breakdance, ganze 7 Minuten Fahrzeit, fand ich sehr, 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 sehr gut. Genau, und es ist so, dass man hier nur eine Maske tragen muss, wenn entweder der Abstand nicht eingehalten werden kann, was ja beim Breakdance der Fall ist, dass der eingehalten werden kann, und wenn es Indoor ist, also Geisterbahn, komisches 8D-Kino oder was auch immer. Genau, und natürlich auch bei sowas, weil da ist ja auch gar kein Abstand. Genau, und Musikexpress werden wir jetzt auch fahren, und deshalb würde ich sagen, da geht's mal drauf, und da will ich mal was sagen. But you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The lot of you by God disappear. But if you don't plead it for me, I'm outta here, I'm outta here, yeah, yeah. I lick my gun and then I'm done. I'm outta here, I'm outta here. I need an old man to tell me you're no good. I'm brushing away to you, the way to you of my shoulder. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear.
gerade kamen wir aus dem Musikexpress und ja, die Fahrt war auf jeden Fall lang, aber jetzt nicht mega intensiv, aber ja, war ganz nett, 3,50 Euro, also kann man auch machen, genau. Und ja, das war ja auch schon eigentlich grob alles, was hier steht. Wir werden auf jeden Fall eine Wiederholungsfahrt auf den Breakdance machen, weil der echt nicht schlecht ist. Konga habe ich echt keine Lust, wenn da sich nicht die Gondel dreht, was sie auch immer noch nicht tut. Und ja, genau. Extrem, jetzt ist der Palast auch noch mehr gefüllt und Extrem ist super gefüllt, gerade eben war es ja eher leer. Ja, an sich kommt es hier ganz gut an, die Kirmes. Wir haben jetzt gerade den Platz verlassen. Wie ihr seht, alles ist dunkel. Wir haben es komplett ausgereizt, waren bis 10 Uhr da, weil die Stimmung war eigentlich echt cool. Wir sind gerade noch am Ende eine Runde Breakdance gefahren und das war eine Bombensache, also auch wieder eine super lange Fahrt und echt super, super spaßig. Punkt 10 ist dann hier auch wirklich Schluss aus Ende Kasten. Ich weiß nicht, woher jetzt hier die andere Musik kommt, aber die kommt aus einer anderen Richtung. Das kommt nicht von der Kirmes. Wie man sieht, wirklich bei der Kirmes alles geschlossen. Ja, aber war eigentlich echt cool. Also der Platz ist sehr, sehr klein. Super schade, dass sich Konga nicht dreht. Aber sonst gefällt es mir auf jeden Fall eigentlich ziemlich gut. Ein Laufhaus fehlt ein bisschen, finde ich. Weil Geisterbahn hat man, sonst hat man alles Mögliche. Aber ein Laufhaus fehlt. Genau, Willi der Wurm. Ich glaube, das ist auch gar nicht im Video drin. Aber der ist auch am Start. Also man hat auch eine Achterbahn. Gerade eher für die Familien, für die kleinen Kinder. Aber ja, genau. Aber wir werden jetzt verlassen den Platz. Haben wir schon. Und ja, dann fahre ich jetzt so langsam mal nach Hause. Vielleicht esse ich noch irgendwas vorher. Genau, ich habe auf der Kirmes eine Pommes gegessen. Mehr nichts. Ja, genau. Aber sonst wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube. Checkt gerne meinen Instagram-Kanal ab. Der ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Und hier ist auf jeden Fall irgendwie eine Party. Kirmesbeats abonnieren. Kirmesbeats abonnieren. Könnt ihr auch abchecken auf YouTube. Der ist on rise. Sonst, und Kirmesbeschickung. Nicht zu vergessen. Kirmesbeschickung bei Kirmesbeats, ne? Kirmesbeschickung bei Kirmesbeats. Ja, ja, genau, genau, genau. Hammer. Sonst wünsche ich euch, wie gesagt, noch viel Spaß auf YouTube. Ciao und bis zum nächsten Video. Ciao.